Guten Tag, Leute, und herzlich willkommen zu Twilight Princess, die HD-Version. Und vor uns steht hier oder läuft hier der Wocklim. Und wir sind auf der Weg nach, auf dem Weg oder auf die Suche nach Taro. Der ist weggelaufen, weil er ein Äffchen auf den Popo hauen wollte. Und wir müssen natürlich den kleinen Schlingel wieder einsammeln. Und irgendwas kommt da gerade auf uns zugerannt. Was ist das denn für eine Gestalt? Ist das ein... Was ist das denn? Der will wohl einen aufs Mund kriegen, wa? Hübsche Frisur? Ui! Hey, 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 hallo, hallo! Onkel! Oh, hier können wir auch den Hüpfersprung. Ey, Junge, kriegst du mal wieder ein? Ich hau dir jetzt hier. Bam! Schelle! Damit du weißt, wo es hier lang geht, ja? Schön immer mit dem Stock, die mit der Rute ins Gesicht gehauen. Hier haben wir schon wieder so ein Ding, ne? Weg da. Unsere Kerne sind auch wieder aufgefüllt. Kürbiskerne? Nee. Kürbiskerne? Was quatsch ich da eigentlich? Ich bin wieder was für Mist. Komm mal hier hoch. Da oben ist eine Truhe, Leute. Ihr seht sie auch, wa? Ich sehe sie, ich will sie. Was ist das da? Nee, das ist ein... Wie kommen wir denn da hoch? Das interessiert mich jetzt. Und anscheinend müssen wir auch hier lang. Oh. Enge Kiste hier. Da unten laufen Gegner rum. Ach, die, lol, wieso kam ich jetzt nicht rüber? Hier. Bevor du mich hier angreifst, ja, gibt's Klatscher. Arschklatscher gibt's hier. Ja, du brauchst gar nicht deinen Kumpel hier helfen zu gehen, denn ich hau dir aufs Fressbrett. So. Ey, ey, ey. Hier wird nicht von unten angegriffen. Kann ich damit auch Leute bewerfen? Ich will das mal ausprobieren. Haha! Die Nuss ins Kopf geworfen. Oh. Hey, von hinten gibt's nicht. Ich hab dich gehört. Gerochen, gehört. Kannst ja aussuchen. Dich auch. So. Wo kommt man denn hier überall hin? Was ist hier los? Was geht hier für eine Party ab? Taro wollte doch eigentlich nur einen Affen finden. Bist du frech? Ich hau dich auch hier durch. Komm ran hier. Ohne Schlüssel geht das nicht weiter. Das hatte ich mir gedacht, Kumpel. Aber ich wollte den zum Wald schreien. Lampe nicht vergessen. Ölverkauf weiter vorne. Mal das, nee, das klappt nicht. So, irgendwas hat hier schon wieder geschrien. Ach, da! Potenzielles Opfer kommt hier an. Und wollte einfach mal wissen, wie es ist, wenn man geschlagen wird. Mit einem Stock. Was mich hier noch wundert, wie kommen wir hier weiter? Wir brauchen einen Schlüssel. Das habe ich kapiert. Wir müssen bestimmt hier hoch. So. In der Truhe ist bestimmt der Schlüssel drin, oder? Irgendwas anderes. Gehen wir einfach nochmal hier lang. Oh, wir sind zu weit gesprungen. Warte mal, das geht hier um viel rein. Ich will mal. Ja, ja, lass mal in Ruhe. Was ist hier? Oh, hier geht's weiter. Ey. Sag mal, lässt du mich mal in Ruhe die Pflanze hier hauen? Oder nee. Das ist nicht der Walklim-Skill, den ihr gewohnt seid. So, gehen wir einfach mal hier lang. Wo kommen wir hier hin? Wenn man nicht weiter weiß, einfach mal auf der Map schauen. Die leitet euch schon. Bist du der Chef hier oder was? Boah, voll mit der Spitze zu hören. Geil, geilo Schmackis. So, erstmal das hier. Und du hältst einen kleinen Schlüssel, öffnet dir das Tor zum Wald von Fiore.
Geil, und was ist hier drin? Hoffentlich was richtig Cooles. Bitte, 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 bitte. Und? Was soll ich sagen? Ein Herzteil. Davon brauchen wir... Ah, da stand gerade 5 Teile, oder? Normalerweise waren es doch mal 4 Teile, oder? Oder? Schreibt es in den Kommentaren, Leute. Stimmt, weil ich jetzt den Raum gewechselt habe. Ja, das ganze Viehzeug lebt wieder. Aber wir wissen, wo wir jetzt lang müssen. Halt's Maul. Geh aus dem Weg, du. Auf! So, der andere kriegt jetzt den Nuss vom Kopf hier. Die Rolle Robert, die... Boah, ich wäre voll gerne mit den Nuss. Ich hoffe, ihr merkt das. Mann, ich habe heute schon wieder Sprachfehler. So, damit müssen wir jetzt hier durchkommen. Schön. Sag mal, wie weit ist denn... Wie kann Taro dahin sein, wenn das verschlossen war? Laufen wir überhaupt richtig? Wie ist Taro da hingekommen? Und... Entschuldigung, ich störe mal kurz. Hier wird nicht diskutiert. War das jetzt unhöflich, dass ich sie beim Gespräch gestört habe oder so? Es sieht doch aus wie... Was ist hier? Kra, gib bösen Saures. Was? Junge, was ist los mit dir? Trillsladen, Geld bitte in die Kasse werfen. Kiste werfen. Welche Kiste? Hey! Was ist los mit dir? Weg. Ey, ich komme ja nicht mal in die Kiste ran. Du stör mich nicht, Mann. Was ist ein Weg hier? Geld einfach in die Kiste werfen. Wie viel denn? Krä, alle Bösen weg? Krä, du Kunde? Entschuldigung. Krä, willkommen. Kauf was. Nö, ich will jetzt nichts füllen hier. Ganz schön unhöflich, der dämliche Vogel hier. Und die Frisur erst. Spinnt ja wohl ein bisschen. Hä, hey, kommen wir jetzt schon in einen Dungeon rein? Nee, oder? Ah, da ist Taro. Sieht aus wie ein Dekobaum, oder? Oder einfach nur ein riesiger Baum. Dekobaum glaube ich jetzt nicht. Ach, die... Zur Bestrafung müsste ich ihn eigentlich jetzt mit dem Affen da alleine lassen. Dann können die in ihrem Kot verweilen. So, mein Freund sperrt hier keiner ein auf, obwohl er es verdient hat. So, was hast du zu deiner Entschuldigung zu sagen? Hilfe, hol mich hier raus. Ja, das war nicht das, was ich hören wollte. Was klotzt der Affe hier eigentlich so? Kommt bestimmt hier rauf. Doch nicht? Gegenhauen? Ah! Total aufgeregtes Äffchen. Wenn du nicht gekommen wärst, Wogdom, hätten die mich bestimmt zusammen mit diesen Affen aufgefressen. Es ist übrigens ein ziemlich nettes Tierchen. Es wollte mich beschützen. Und dann, wie sind wir zusammen hier eingesperrt worden? Du, Wogdom, bitte sag meinem Vater nichts von dieser Sache hier, ja? Er sagt uns immer, wir sollen bloß nicht in den Wald gehen, weil es dort viel zu gefährlich ist. Also bitte sag ihm nichts davon, versprich es mir. Wogdom? Das ist nicht der Papa. Colin hat mir erzählt, dass Taro im Wald verschwunden ist. Da bin ich so schnell wie möglich hinterhergekommen. Aber ich glaube, du hast ihn schon nach Hause geschickt. Vielen Dank. Dieser Wald ist irgendwie seltsam geworden, findest du nicht? Hoffentlich passiert nicht noch Schlimmeres. Aber Wogdom, morgen wirst du endlich nach Schloss Hyrule aufbrechen, nicht wahr? Ich denke, es ist gut, dass ich dir diese Aufgabe übertragen habe.
Viel Erfolg, pass gut auf dich auf. Und wenn du Glück hast, triffst du vielleicht ja sogar Prinzessin Zelda. Hahaha! Wenn ich Glück habe, bei meinem Glück treffe ich sie leider und dann geht das Abenteuer los, der ganze Stress und so. Ja? Arbeit ohne Urlaub? 16 Stunden am Tag? Nur geknüppel und geschlage, ja? Ich weiß schon, wie das abläuft. Hey, Walklem! Der ist schon wieder. So, Walklem, langsam ist es wohl Zeit für den Aufbruch. Wollen wir heute ein wenig früher Schluss machen? Oh, ja, warum nicht? Wie, du willst noch ein wenig arbeiten? Um die Ziegen in den Stall zu treiben, steig auf Zello und zeig den Tieren den Weg. Nee, das hatten wir schon. Außerdem bin ich heute schon genug auf Zello gestiegen. Ich muss ja sowieso auf. Wieso muss ich eigentlich... Nein! Nein, ich... Meine Güte. Ich wollte doch nicht. Lol. Was will das Ding von mir? Kann ich mich mal in Ruhe lassen? So, Hälfte haben wir schon. Nee, da gehen wir von der anderen Seite, ist besser. So, der... So, die kriegen wir jetzt hier auch alle? Nein, wo... Ey, sag mal... Will die Ziege mich da verarschen? Oh, ich hab da... Kann ich das irgendwie abbrechen? Egal, wir ziehen das jetzt durch. Vielleicht kriegen wir ja was dafür. Aber der wird sich ziemlich lange brauchen. Wenn da Zeit läuft, dann geht es wieder nach Zeit, ne? Ey, wieso laufen die denn da vorbei? Sind die Stulle oder was hier? Nee. Ja. Genau. Nein. Ach, komm schon. Was ist denn los mit dem? Was machen die mit Absicht? Die mobben mich. Die mobben Zelle und mich. Was? Wieso bin ich denn... Okay. Das, damit hatte ich nicht gerechnet, dass es geht. Aber ich wollte gerade sagen, das Ding geht jetzt hier. So, nur drei, das kriegen wir hin. Ach, damit bücken wir uns oder was mit. So, 2 Minuten. Geile Treiberei. Da kann ich ja noch was sagen. Ich würde gerne in den Kommentaren, wie ihr bis jetzt die Folgen. Eine Woche haben wir ja schon hinter uns. Und wie ihr bis jetzt so die Folgen findet, mache ich das gut? Gibt es Verbesserungsvorschläge? Was kann man besser machen? Schreibt es mir bitte in den Kommentaren. Das hilft mir sehr weiter. So, du wirst mir jetzt hier nicht noch riesen Ärger machen. Mann, weil ich immer so sozial bin und mit allen Leuten quatschen möchte. Ey, wenn der jetzt vorbeigeht. Er wollte vorbeigehen, habt ihr gesehen? Er wollte vorbeigehen. Hab ich genau gesehen. Da merkt man, dass du ein echter Profi bist. Du bist 0,22 schneller als sonst. Also gut, genug getan für heute. Geh lieber schnell zum Bürgermeister. Er wartet dich schon. Nein, ich will... Ja, komm. Guck mal, wenn ich höher geben will. Oder Gas geben will. Ach, quatsch ich die Leute an. Das ist ein Fluch, glaube ich. Wir sind immer noch in Ordon, wenn ihr das wissen wolltet. Das ist doch unsere Perle, oder? Bin mir ganz sicher. Wie die immer an uns rumhängt hier. Ach, habt ihr gesehen? Der hat schon so wie gegrinst. Ich sag ja, das ist unsere Perle. Die ist verknallt in uns. Oder in Walklem. Oh, Walklem, schon fertig für heute? Wünsche einen schönen Feierabend.
Das Geschenk für den Hof ist schon vorbereitet. Du solltest dich jetzt auch für die Abreise bereit machen. Immerhin hat der Hof von Hyrule selbst um dieses kleine Geschenk von unserem Dorf gebeten. Da wäre es doch unziemlich, wenn der Repräsentation Orden zu spät bei Hofe erscheint, oder? Ihr habt einen weiten Weg vor euch, also passt mir gut auf Walkrim auf. Aber was ist das? Was soll das? Das arme Tier ist ja verletzt. Oh mein Gott, Cello ist verletzt. Walkrim, hast du Cello wieder zu grob angefasst? Ich fasse Cello immer grob an, wenn er frech ist. Vater! Wie kannst du so etwas nur sagen? Du bist der Bürgermeister, also zeig auch etwas Verantwortungsbewusstsein. Armes, kleines... Die beiden hat's in den Griff. Keine Sorge, Cello, ich bringe dich gleich zur Quelle im Wald. Der Lichtgeist, der dort wohnt, wird deine Verletzung sicher gleich wieder heilen. Ja, da fällt die Kinnlage runter. Aber, Ilya... Ohne Cello kann Walkrim das Geschenk doch nicht rechtzeitig abliefern. Unmöglich, dieses Kind. Das heißt für uns wieder hin und... Ah, warte mal, jetzt haben wir einen Schlagstock, wa? Können wir Hühner hauen? Wo ist das Huhn? Wehrt ihr euch? Komm, hauen, hauen, hauen. Jeder, der Zelda spielt, möchte Hühner hauen. Aber es wehrt sich nicht. Was ist das Huhn? Oh, da passiert nichts Spannendes. Ich dachte, das Ding wehrt sich. Ui! Warte mal, der hat ein richtiges Schwert. Was hat denn der für ein Schwert? Da müssen wir mal einquatschen hier. Es ist soweit. Nun, Walkrim, wenn du aus Hyrule zurück bist, solltest du wirklich anfangen, ernsthaft den Umgang mit dem Schwert zu lernen. Du hast Talent. Wenn du genug trainierst, wirst du sicher ein guter Kämpfer. Denk darüber nach und gib mir eine Antwort, wenn du von deiner Reise zurück bist. Jo, na klar, wir wollen Schwertmeister werden. Oh, haben die Blüten jetzt wirklich alle abgehauen? Cool. Eigentlich ist das nicht cool. Und braunes Huhn. Wehrt das sich? Ups. War nicht mit Absicht. Ich gehe mal lieber, bevor jemand merkt, dass ich das getan habe. So, die heilige Quelle war ja da, wo wir Cello zum ersten Mal gefunden haben. Dann gehen wir schnell mal dahin. Du, Walkrim, gehst du zu Ilya? Ich würde ja auch, aber die anderen... Du, Walkrim, sollen wir nicht zusammengehen? Was will der Junge denn schon wieder von mir? Walkrim, wir haben auf dich gewartet. Gestern war so toll. Was sind das denn für Bewegungen? You dancing. Yeah. Den Affen jagen, das hat wirklich Spaß gemacht. Was ist denn mit dem Jungen los? Was geht ab bei dem? Den hätte ich auch Maru gerne mal gezeigt. Denn wirklich hat der Affe doch dich gefangen, oder? Und du, Colin? Alles ist rausgekommen, nur weil du gepetzt hast. Und Papa hat uns ganz doll ausgeschimpft. Total übel war das. Du willst doch sowieso nur zu Ilya, oder? Aber hier kommst du nicht so leicht vorbei. Aber sag mal, Walkrim, willst du mir nicht dein Holzschwert leihen? Wenn ich das nur gestern schon gehabt hätte, dann wäre ich auch ganz allein zurechtgekommen. Na los! Gib es schon her! Nö! Aber warum denn? Ist doch nichts dabei. Komm, gib schon. Wir bleiben hier, solange wir... bis du das Holzschwert rausrückst. Nein! Ey, ist nicht dein Ernst, oder? Oh, jetzt kommt der schon wieder. Jetzt ist schön eine kümmerliche Wackelbewegung wieder hier. Colin, du musst Walkrim auch sagen, dass er uns das Holzschwert geben soll. Sonst lassen wir euch hier nicht vorbei. Dass mein eigener Bruder so gemein sein kann. Jetzt sei nicht so, Walkrim. Gib uns schon das Schwert. Wir passen auch gut darauf auf. Ich würde dir einfach umschubsen, ja? Aber anscheinend müssen wir ja das Holzschwert abgeben. Sonst kommen wir hier nicht vorbei. Wow, super! Der baut doch damit Mist. Mit diesem Schwert zeige ich es jedem. Anscheinend hat er einen kleinen Fetisch oder sowas. Walkrim! Danke. Die anderen sind immer so gemein zu mir. Du bist ja auch ein kleiner Waschlappen. Du musst dich auch mal wehren. Ich verstehe gar nicht, was so lustig daran sein soll, so ein Ding durch die Gegend zu schwingen. Das ist doof und gefährlich. Wenn ich mal groß bin, will ich so sein wie du, Walkrim. Ich würde so gerne reiten. Kannst du mir das nicht beibringen? Ja, versprochen, ja.
Der will so sein wie wir. Wir schwingen auch die ganze Zeit das Holzschwert durch die Gegend. Na gut. Vielleicht gewöhnt er sich nochmal dran an dieses Leben. Aber bevor wir jetzt zu Ilia gehen und Cello gucken, wie es ihm geht, werden wir diese Folge für heute beenden. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei. Ich hatte wieder eine Menge Spaß. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keine Twilight Princess Folge verpassen wollt, dann bleibt es wirklich eins rüber, als zu abonnieren. Ne? Also Leute, wir sehen uns dann nächste Folge, wa? Ciao!